Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Fortnite. Mein Name ist Kubano und meine Maus wollte gerade nicht. Ich mache jetzt mal wieder eine Mission im, wie heißt das hier? Brutal? Ja, und zwar mache ich die Beta-Sturm Neuversorgung Brutal im Level 46. Es gibt auch höhere, aber ich möchte sie ganz gerne in einem niedrigen Level machen, weil ich dann ein bisschen mehr Zeit habe, mich umzuschauen. Und ich habe die Neuversorgung noch nie gespielt. Fällt mir da gerade so auf. Ich habe also keine Ahnung, wie sie geht. Habe ich die schon gespielt? Nee. Ist also von daher spannend. Das sind nur noch 37 Minuten. Also wenn du vorher einloggst dich, das wäre super. In die Mission, wie beim Grabtisch, bis der Evakuierung bleiben dir 10 Minuten zum Abbauen von Ressourcen. Schau dich nach Beute um, suche die Zone nach Schätzen ab und bleibe dem Sturm fern. Er tut ziemlich weh. Okay, also es geht nur, wenn ich es richtig verstehe, darum Ressourcen abzubauen. Dann habe ich ja zum Glück die richtige Klasse. Schätze nebenbei finden, auch gut. Ich hoffe, man kriegt sie irgendwie angezeigt. Und vor dem Sturm sollte man sich in, in Deckung, naja, ihr wisst schon. Ja, also in dem Level gehe ich mal davon aus, dass der Sturm nicht so viel Schaden macht, dass man ihn vielleicht ganz gut überlebt. Eine Zeit lang, beziehungsweise mit einem Lagerfeuer vielleicht auch länger. Und wir werden sehen. Also ich bin sehr gespannt, Neuversorgung. Ich habe zwar schon davon gelesen, aber irgendwie habe ich... Zeit für ein wenig Vitamin E und A. Einsacken und auffüllen. Kannst du es gebrauchen? Dann greif zu. Du hast 10 Minuten, um dir alles zu schnappen, was du brauchen kannst. Aber pass auf, der Sturm kommt immer näher. Der Sturm wird dir Schaden zufügen. Also bleib in Bewegung und behalt die Karte im Auge. Mach mal. Was soll ich denn machen? Kakteen abbauen? Ja. Ziele sind im Spiel. Super, wenn du das schon erkannt hättest. Dass ich das gemacht habe. Okay. Wir brauchen also Bäume, wir brauchen Kakteen, wir brauchen Felsen. Mhm. Zählt das auch als Fels? Jo, ganz offensichtlich. Zählt das auch als Fels und der Spieler, der gerade noch da war, ist wieder weg. Es sieht aber recht munter aus. Also 10 Minuten, das sollte man schaffen. Eigentlich. Schön wär's. Immer vorausgesetzt, man trifft mit seinen... Ja, man trifft auch, ne? Das ist die Voraussetzung. So, ich mach mal hier eine kurze... So. Ist das dein Ernst? Und was fehlt uns denn noch? Es täuscht doch, ne? Was man so. Es ist gar nicht so viel, was man da so weghaut. Ich lass mal. Das könnte echt knapp werden alleine, ne? Muss ich jetzt mal so sagen?
Man muss sich, glaube ich, viel mehr darauf konzentrieren, was man da tut. Nicht so sinnlos, wie ich gerade hin und her laufen. So, durchsuche Objekte. Ach Mist, durchsuche Objekte ist natürlich auch extrem blöd. Ich glaube, da sind mir schon einige verloren gegangen. Zählen Fässer eigentlich auch? Oh ja, natürlich. Sie sind sogar Bonus. Was ist das denn jetzt? Das zählt als Objekt. Das auch. Zählt das darüber hinaus noch als Fass? Keine Ahnung. Jungs, ich habe gerade keine Zeit für euch. Es reicht. Ehrlich nicht. Zack. Das war ich. So. Also Objekte durchsuchen ist tatsächlich etwas, was man nebenbei tun sollte, weil es zählt, nämlich. So. Ich brauche noch auf jeden Fall Objekte, die ich durchsuchen muss. Felsen scheine ich genug zu haben, oder? Bäume. Bäume. Ja. Der sollte eigentlich weg sein. Wäre super. Brauche ich eigentlich. Ne, brauche ich nicht, ne? Jo, Ray, ich weiß. Ich brauche noch zwei Bäume. Habe ich. Jetzt brauche ich bloß noch Objekte, die ich durchsuchen muss. Okay, das bedeutet, ich muss am besten in irgendwelche Gebäude. Gebäude sind super für Objekte zu durchsuchen. Da gibt es meistens mehrere. Oh Mist, nicht zerkloppen. Durchsuchen. Durchsuchen war der Deal. Durchsuchen. So. Wir nähern uns. Nee, ich brauche bloß noch Pluglow und was brauche ich denn noch? Fässer. Fässer. Aber einmal erreicht. Aber 10 Pluglow, Leute. Wow, da ist eins. Es ist aber eins, nicht 10. Und das ist wahrscheinlich ein Troll. Dann suchen wir mal, ob wir irgendwelches Blutloh noch hatten. Hier hinten ist welches. Das nehmen wir mit. Und jetzt mal gucken, komme ich an diese Kiste ran? Nee. Ich hasse es, wenn es da drin ist. So, wo haben wir denn noch Blutloh? In diese Richtung. Dann aber mal flott. Es wird noch 5 fehlen. 3 Minuten ist sehr, sehr knapp, würde ich sagen. Zudem ist irgendwo hier unten ist und ich habe keine Ahnung. Noch tiefer? Noch tiefer? Moment. Ich glaube, ich habe hier ein Problem. Ups, falsch gesprungen. Ich vermute, ich muss hier runter. Das Problem wird sein, wenn ich hier runter gehe, komme ich nicht mehr raus. Also ich komme schon raus, aber nicht so einfach.
Scheiße. Was ist das denn? Ich muss da lang. So, mal gucken, ob ich irgendwo noch ein anderes Blutlos sehe. Aber das wird nicht mehr reichen. Hey. Ziele im Blick. Zertrümmern, zuschnappen und zügig wieder los. Es geht so. Einwärts. Jo, Ray. Wenn du mir Pluglo auf die Karte legen würdest, wäre das super. Geradeaus. Das ist doch das, was ich gerade schon hatte. Es ist irgendwo hier unten, oder? Aber ich sehe es echt nicht. Das Lager ist da. Da muss doch irgendwo das Pluglo sein. Ja, selbst wenn, es wird nicht reichen. Ich hätte von Anfang an mehr Pluglo einsammeln sollen. Also wäre der gute Hinweis für die Zukunft, es einfach mehr einzusammeln. Es wird echt klein hier. So. Jetzt ist... Ach, da ist es. Ich habe es gefunden. Bringt natürlich nichts, weil mir fehlen noch die anderen. Aber cooles Ende hier in diesem. Ist ja fast schon cineastisch. Ne, das schaffe ich eh nicht mehr. Ja, macht den normalen, bekannten Schaden. Da ist noch eins. Mist! Ach, es hätte trotzdem nicht gereicht. War immer noch zu wenig, aber okay. Ja, man muss echt ein bisschen was tun. Viel rumrennen, eigentlich möglichst wenig kämpfen in den 10 Minuten. Außer man ist zu viert, dann geht das wahrscheinlich. Aber war okay. Also, ja, Neuversorgung. Eben Level 46 im Brutal erfolgreich abgeschlossen. Und ich glaube, ich muss dieses Video dann demnächst hochladen. Wird uns nichts anderes übrig bleiben. Ja, ich habe jetzt mit keiner großen Belohnung gerechnet, von daher ist das okay, was wir bekommen haben. Und jetzt gucken wir mal. Lasst mich die Kiste öffnen, du Spiel, du. Zap, Level 2, oh Gott, so schlecht. Es gab aber ordentlich XP und es gab den Betasturm-Suche abgeschlossen. Auch schön. 100 Gold gibt das. Ist ja auch nett. Und den Missionsalarm nochmal mit 10.000. 725 und ein paar Frühlingstickets. Sehr schön. Ja, das war's in die Betasturm-Mission. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, euer Kubaner. Ciao.